Und der Sozialdemokraten, unsere Kollegin Bärbel Kofler. Bitte schön, Kollegin Bärbel Kofler. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in vielen Vorreden ja einiges gesagt worden, wo man denn hin möchte mit der Energiewende und wie man sie denn doch umsetzen könnte oder voranbringen könnte. Und mir ist aufgefallen, sowohl beim Herrn Minister, der jetzt leider nicht mehr da ist oder doch hier ist, ja, wie auch beim Kollegen Ruck hat das Thema Energieeffizienz eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Ich gehe jetzt gar nicht auf das Thema Gebäudesanierung ein. Das war ja schon hinreichend wirklich unehrlich, was Sie gesagt haben, Herr Ruck. Die Absenkung der Mittel für die Gebäudeeffizienz in unserem Haushalt, in unserem Bundeshaushalt, haben Sie vorangebracht und haben Sie vorangetrieben. Und dann den Ländern den schwarzen Peter zuzuschieben, ist wirklich eine schwache Leistung Ihrerseits. Aber wenn man denn zu Recht das Thema Energieeffizienz in den Mittelpunkt stellen möchte, wie ich ja in den Pressemitteilungen des Herrn Ministers gesehen habe, wie ich auch von der Frau Staatssekretärin gelesen habe auf der BMU-Seite, alles in Ordnung. Energieeffizienz ist ein wesentliches Thema, aus ökologischen Gründen ganz klar, vor allem auch aus sozialen Gründen, weil die Leute, die für die Energie nicht bezahlen müssen, weil sie nicht kaufen müssen, natürlich davon was haben, aus ökonomischen Gründen. Dann wäre es aber auch gut, wenn man auch im Haushalt und in der allgemeinen Politik das Thema Energieeffizienz die Bedeutung beimisst, die sie verdient und sich nicht so verhält, wie das in diesem Bundeshaushalt von Ihnen gemacht wird. Und jetzt sage ja nicht nur ich, dass Sie das Thema Energieeffizienz als Stiefkind betrachten, sondern das ist ja auch eine Aussage der Deutschen Umwelthilfe, die ganz klar sagt, Energieeffizienz als Stiefkind der Energiewende. Und dann fragt man sich ja, wie kommen Sie drauf? Vielleicht, wie kommen Sie denn da drauf? Vielleicht haben Sie die Seite des BMU sich mal angeschaut. Das ist ja möglich. Wenn man da von der ersten Seite, wo die eigenen Pressemitteilungen draufstehen, mal absieht, dann kommt man nämlich drauf, dass dann draufsteht, Fördermöglichkeiten. Bei Energieeffizienz zum Beispiel steht dann darüber Stand 2008. Und da steht dann auch noch drauf, Marktanreizprogramm. Da kann sich dann der interessierte Bürger und vielleicht der interessierte Investor in solche Anlagemöglichkeiten runterladen. Neues Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmemarkt 2008. Das ist für das Jahr 2013 dann schon eine wirkliche Herausforderung, wo der Bürger, der investieren möchte in diese Technologieformen, dann auch wirklich die aktuelle Information sich runterladen kann. Also da wäre schon mal wirklich Nacharbeiten angesagt, damit die Leute, die in Energieeffizienz investieren wollen, sowohl als private Besitzer von Wohnungen, für Mieter eventuell auch, aber auch in Firmen, damit die auch aktuell etwas machen können und damit da aktuell auch mal weitergearbeitet wird. Und dazu braucht man dann eben auch Geld. Also ich bin ja auch noch für den Einzelplan für Entwicklungszusammenarbeit zuständig. Da ist dann auch immer kein Mittelaufwuchs im Haushalt. Und dann wird gesagt, ja, eigentlich ist das Geld gar nicht so wichtig für uns. Brauchen wir gar nicht so. Doch wir brauchen das Geld, um eben die Programme Energieeffizienz voranbringen zu können. Mir ist ja dann so gekommen, warum schreiben Sie denn da nichts rein über den aktuellen Stand? Vielleicht deshalb, weil beim Jahr 2008 ja noch von 350 Millionen für das Marktanreizprogramm die Rede ist. Im letzten Haushalt, im Einzelplan Umwelt, waren es ja nur 250 Millionen. Vielleicht schreiben Sie es deshalb nicht mehr rein. Und ich habe mich ja direkt gewundert, dass sich niemand getraut hat, hier dann die eierlegende Wollmilchsau der Energiewende von Regierungsseite anzusprechen, nämlich das Thema Energie- und Klimafonds. Vor einem halben Jahr wäre jetzt sofort der Zwischenruf gekommen, haben Sie denn nicht gelesen, im Energie- und Klimafonds hatten wir für Marktanreizprogramme doch 100 Millionen zusätzlich eingestellt. Also toller Mittelaufwuchs, toller Mittelaufwuchs. Ich kann mich an die Rede zu der Debatte, die wir hier gemeinsam hatten, Herr Kindler, Sie nicken auch, zum Energie- und Klimafonds noch lebhaft erinnern. Was ist denn übrig geblieben? Es kam ein Brief aus dem Finanzministerium, dann wurden die üblichen Buchungstricks gemacht, zuerst eine Absenkung bei den zukünftigen Ausgaben auf 60%, dann hat man es nur auf 70% abgesenkt, dann hat man dann in der Bilanz hinten das Ganze noch als Zuwachs verkauft. Für das Marktanreizprogramm hat das schlicht und ergreifend eine Kürzung um 50 Millionen bedeutet. Das heißt, dass wir auch im letzten Haushalt unter dem Niveau waren, das bereits 2008 laut Ausweis BMU-Seite, laut Ihrer eigenen Homepage für Marktanreizprogramme zur Verfügung gestanden hat. Und warum brauchen wir diese Marktanreizprogramme? Das ist doch nicht irgendwie Spielerei oder das ist doch nicht irgendwie etwas, was man einfach
mal so in die Welt setzt. Es geht doch genau um diesen hier viel beschworenen Dreiklang aus Ökonomie, aus Ökologie und vor allem auch aus Sozialem, um wirklich energieeffiziente Technologie den Menschen zur Verfügung stellen zu können und ihnen Möglichkeit erstmal in die Hand zu geben, auch in diesen Bereich zu investieren. Da reicht keine Sonntagsrede, da braucht man wirklich auch mal Geld und Butter bei die Fische. Und vor allem braucht man Verlässlichkeit in dem Bereich. Verlässliche Mittelzusagen. Und da sind wir wieder bei Ihrem Schattenhaushalt beim Energie- und Klimafonds. Es ist angesprochen worden, ja, da ist durchaus eine interessante Haushaltssumme eingestellt, auch für dieses Jahr. Im letzten Jahr hat sich all das ja nicht bewahrheitet, wovor wir auch gewarnt haben in den letzten Haushaltsberatungen, dass die Mittel nicht reichen werden. Da hat es geheißen, nein, nein, das ist alles nicht so. Und dann macht man fürs Jahr 2013 denselben Fehler wieder. Da wird angenommen von einem Zertifikatspreis, denn die CO2-Zertifikatserlöse sind ja die einzige Quelle, aus der sich dieser Haushalt speist, dieser Energie- und Klimafonds speist, geht man davon aus, von 10 Euro die Tonne im Durchschnitt des Jahres. Jetzt wissen wir alle, im Durchschnitt diesen Jahres, da brauchen wir auch nur die Schreiben des Bundesfinanzministeriums uns anschauen, haben wir von 7,50 gerechnet, ist man vielleicht jetzt bei 8,24, man war schon bei 6,60 unten, also hat im Schnitt vielleicht 7,50 Euro Preise. Dann haben wir gedacht, jetzt frage ich mal das Bundesumweltministerium, wie sie denn auf die Annahme kommen, dass es im nächsten Jahr 10 Euro im Schnitt sein könnte. Vielleicht gibt es da eine höhere Weisheit, irgendein wissenschaftlich fundiertes Berechnungsmodell, irgendwas ganz Neues. Dann kriege ich die Antwort vom Bundesumweltministerium und ich zitiere: Konkrete Berechnungsmodelle liegen der Prognose zur Entwicklung der Zertifikatspreise aus dem CO2-Emissionshandel nicht zugrunde. Dennoch beobachtet die Bundesregierung den CO2-Markt und die einschlägigen Veröffentlichungen zur Markterwartung. Das nennen Sie seriöse Haushaltsplanung für all die Maßnahmen, die eigentlich zur Finanzierung der Energiewende nötig sind? Sie beobachten den Markt. Nee, machen Sie nicht. Der Markt sagt was anderes, ganz andere Zahlen. Sie beobachten ihn nicht. Sie müssen mindestens ein Drittel von dem, was Sie da eingestellt haben, doch sowieso schon wieder abziehen. Also was ist in diesem Schattenhaushalt drin? Luftbuchungen, sonst gar nichts. Und daraus soll dann die Energiewende finanziert werden? Ich glaube es kaum. Und dann geht's in Ihrer Antwort auch noch weiter. Weil Sie relativieren natürlich dann schon gleich, in welche Richtung könnte das Ganze gehen oder wie finden wir ein Hintertürchen, wie wir rauskommen aus der Argumentation mit den 10 Euro. Da steht dann weiter drin, es muss aber auch gesehen werden, dass sowohl in den europäischen Räten als auch im Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission über eine Veränderung der Rahmenbedingungen im EU-Emissionshandel intensiv diskutiert wird. Ja, das ist so. Aber genau das macht es doch noch unwahrscheinlicher, dass die Preise, die von Ihnen angenommen worden sind, hier überhaupt eine reelle Grundlage sind. Das ist etwas, was ich ehrlich gesagt angesichts der Haushaltsberatung auch von den Haushältern nicht verstehe, dass Sie einen so grandios unterfinanzierten Fonds einfach unkommentiert hier so stehen lassen. Die Konsequenz umweltpolitisch wäre allerdings, dass man sich ganz massiv einsetzt, auf europäischer Ebene die Emissionsminderungsziele nach oben zu bringen und nicht bei der lapidaren bisher festgeschriebenen 20% Minderungszielregelung bis 2020 bleibt, sondern sich wirklich für ein 30%iges Minderungsziel einsetzt. Das wäre eine der ganz dringend notwendigen Maßnahmen, von der Herausnahme von Zertifikaten noch mal ganz abgesehen an dieser Stelle. Also, was Sie mit diesem Fonds vorgelegt haben und mit diesen Finanzmitteln und Aussichten für das nächste Jahr vorgelegt haben, lässt eines vermissen: Planungssicherheit und Verlässlichkeit für Leute, die wirklich in die Energiewende investieren wollen. Mit dem, was Sie vorgelegt hat, wird das so nicht gehen. Und das ist sehr wohl dramatisch, denn natürlich kann man nicht ohne Geld solche Aufgaben stemmen, wie sie vor uns liegen. Wir haben über das Marktanreizprogramm gesprochen.
Einige Kollegen haben auch über das Thema nationaler Klimaschutz gesprochen, gerade die Rolle, die auch die Kommunen in dem Zusammenhang spielen könnten und welche positiven, wirklich auch im Sinne von neuen Technologien, neuen Maßnahmen man dort voranbringen könnte. Das betont im Übrigen auch das Bundesministerium für Umwelt an der Stelle. In seiner Evaluierungskonferenz sagt er das ganz deutlich, dass das ein ganz wichtiges Programm ist. Nur Sie sagen dann auch ganz deutlich noch dazu, Sie haben sehr wenig Geld, die Vertreter des BMU, und Sie versuchen halt das Beste daraus zu machen. Also auch hier doch der deutliche Hinweis: für die nationale Klimaschutzinitiative brauchen wir wesentlich mehr an Mitteln. Jetzt blinkt das Licht, aber einen Satz zum Thema internationale Klimafinanzierung kann ich mir nicht verkneifen. Ich finde es richtig, dass ich gerade in der Presse gelesen habe, dass mit den Philippinen ein Abkommen zum Klimaschutz oder für Klimaschutzmaßnahmen getroffen worden ist und man dort die Mittel aufstockt jetzt nochmal aus dem ICI-Programm unseres Haushalts heraus. Die Begründung finde ich allerdings dann schon interessant, weil die Philippinen aufgrund ihrer dortigen Politik wichtige Eckpfeiler eingeschlagen hätten, nämlich ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht haben, um dort Klimaschutzpolitik vorantreiben zu können. Ich finde es spannend. Man könnte auch manchmal von anderen Ländern lernen, denn wenn wir hier bei uns im Bundestag ein solches Klimaschutzgesetz beantragen, wie ja bereits geschehen, dann wird es von dieser Regierung leider abgelehnt. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und bei einer unserer nächsten gemeinsamen Begegnungen üben wir dann den Satz. Ja. Ja, den letzten Satz, den üben wir dann. Nächster Redner ist für die Fraktion.